Hallo, in diesem Video möchte ich zeigen, wie man eine Multiplikationsreihe in eine Additionsreihe umwandelt. Was meine ich damit konkret? Was ist eine Multiplikationsreihe? Ihr kennt wahrscheinlich alle dieses Ding hier. Das geht dann von i gleich 0 bis, weiß nicht, n und dann steht hier zum Beispiel sowas wie x mal i. Oder lass meinetwegen mal 5 mal i sein. Also eine typische Reihe, die man vielleicht abschätzen sollte. Und ihr kennt dann vielleicht auch in dem Zusammenhang das große pi. Das geht dann auch von i von 0 bis n. Und da steht dann zum Beispiel auch 5i und das bedeutet aber jetzt nicht mehr 5 mal 0 plus 5 mal 1 plus 5 mal 2, sondern das heißt dann 5 mal 0, weil das hier mal 5 mal 1 mal 5 mal 2 und so weiter bis 5 mal n. So, das hier haben wir im Unterricht zu Genüge gemacht, aber wie finde ich raus, wohin das denn konvergiert? Und das möchte ich heute zeigen. Im Grunde kann man das auch auf alles anwenden, egal wenn man irgendwann Multiplikation hat, da kann man diesen tollen Trick anwenden. Ich werde ihn einfach mal vorführen. Lass uns mal eine ganz typische Reihe machen. Wir wollen die Fakultät von n ausrechnen und das ist ja 1 mal 2 mal 3 mal bla 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 mal bis n. So, und was passiert jetzt, wenn wir auf beiden Seiten den Logarithmus dran setzen? Dann steht hier, der Logarithmus von der Fakultät von n ist gleich der Logarithmus, ich mache hier übrigens, das ist der Logarithmus zur Basis e, 1 mal 2 mal 3 mal bla 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 bis n. Und wir wissen, hoffentlich, dass wir den Logarithmus, wenn hier Multiplikationen sind, können wir ihn mit Plus umschreiben. Das heißt, hier steht dann sowas wie Logarithmus von 1 plus Logarithmus von 2, so wenigstens ein bisschen schöner, plus und so weiter bis Logarithmus von n. Und das ist auch schon der ganze Trick. Wenn wir auf beiden Seiten unserer Gleichung den Logarithmus anwenden, dann kriegen wir auf einer Seite, also eigentlich auf beiden Seiten, ja, weil das ist ja dasselbe, aber können wir halt eine Multiplikationsreihe wie diese hier in eine Additionsreihe umändern. Und das ist dasselbe wie das folgende. Irgendwie bin ich heute ein bisschen hektisch. Wir fangen mal diesmal bei 1 an, wir gehen bis n und das ist der Logarithmus von i. Und jetzt kann man vielleicht gucken, ob man nicht seine Konvergenzregeln hier irgendwie auf diese Reihe n anwenden kann, um dann zu gucken, was da überhaupt rauskommt. Das ist jetzt vielleicht bei der Fakultät ein bisschen offensichtlich oder vielleicht braucht es der eine oder andere nicht, ich bin dem letzten drauf gestoßen. Aber als allgemeiner Trick, wie gesagt, wenn ihr Multiplikation habt und die wollt ihr als Reihe abschätzen, dann könnt ihr sie einfach mit dem Logarithmus schreiben. Ihr schätzt dann die Reihe an und müsst dann natürlich nachher nochmal den Wert hoch e nehmen. Also was auch immer, sagen wir, hier kommt dann zum Beispiel a raus und dann müsst ihr sagen a hoch e, e hoch a, Entschuldigung, e hoch a. Und das wird dann euer Endergebnis sein. Und ja, das soll es auch schon gewesen sein. Vielen Dank fürs Schauen. Fragen, Anmerkungen in die Kommentare. Und Kommentare auch in die Kommentare.